Ja, hier ist Kartenrand, hier ist Sense. Hups. X, das weg bitte. Gehen wir mal kurz hoch gucken. Ja, eigentlich bis zum Kartenrand. So. Hätte ich das gerne so weit. Normalerweise müsste man dann da rausbuddeln können. Und ja, ich mache das absichtlich so. Obwohl, zwei breit reicht. Nö. Machen wir den Kanal schon richtig. So. Und unsere Karawane wird uns demnächst verlassen. Hm. So, unser Speisesaal ist endlich mal fertig. Wir brauchen nur mehr trinken. Was hoffentlich jetzt en masse produziert wird. Und ja, das hier wird alles langsam gebaut. Sehr schön. Also die Böden, Bodenplatten. Bödenplatten. Wie sieht es weiter unten bei den Glasmakern aus? Mit den Glasfurnace. Die Eschowy wurde beides gebaut. Collect Sand, genau. Cancel, so. Da muss ich mich noch mal ein bisschen einlesen, wie das mit dem Sand und dem Lehm sammeln geht. Also wessen Aufgabe das ist, dass ich so einen auch mal einstelle. Die beiden sind aber dabei, sich zu unterhalten. Hm? No job, no job. Die sitzen einfach in ihrem Zimmer rum. Ich habe ja hoffentlich nicht die Tür abgeschlossen, oder? Nö. Gut. Armbrusttrupp 1 ist beim Trainieren. Armbrusttrupp 2 hat also Pause. Gut. Hier werden Bodenplatten gebaut. Wie sieht es mit dem Miner-Befehl aus? Oh, wird unten gemeinert? Ja, es wird gemeinert. Das finde ich sehr gut. Dann kann ich hier jetzt endlich schon mal den Channel-Befehl geben mit H. Channel-Befehl. Und zwar habe ich gesagt, ich will zwei freilassen. So. Auf jeder Seite zwei freilassen. Obwohl, ich nehme den noch mal kurz weg. Denn ich möchte, ups, ja auch noch hier auf der Seite einen Zulauf haben. Den sollte ich auch ein bisschen vorbereiten. So, das ist der Zulauf. Also hier kommt das Wasser runter, fließt hier rein, füllt das Becken, was ich channel, und fließt dann da wieder raus. Sehr gut. Und ein Dieb wurde entdeckt, der gleich auch wieder abhaut. Und wir brauchen zurzeit verdammt viel Wasser, merke ich. Also wird es wirklich Zeit, dass wir hier unten den Fluss einrichten. So, kann ich jetzt hier nicht rausminern.
Warum kann ich da nicht wegminern? Das finde ich irgendwie nicht toll. Toggle Engravings, Remove Designation, Remove Construction. Nö. Das finde ich jetzt nicht so toll. Naja. Geben wir erstmal den Channel-Befehl und ich gucke dann bis nächste Folge, wie wir da rausminern können. Wenn wir es denn können. So, Channel-Befehl. Und hier ein Channel-Befehl. Und hier ein Channel-Befehl. So. Und wenn wir schon gerade noch dabei sind, ein Dump-Befehl für alle Steine hier. So. Und was machen meine? Die channeln. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, kann man selber überhaupt durch den Kartenrad durchbuddeln? So, meine arbeitslosen Zwerge, die holen sich den Stein hier ab. Und dumpen ihn. Habe ich denn noch genug für Floors Gabbro-Blöcke? Schauen wir mal. Ich platziere mal hier Gabbro-Block. Ja, das dürfte gerade so reichen. Nein, ich will Groß CF Floor. Hier hätte ich gerne Gabbro-Blöcke. So. Noch mehr Floor, und zwar hier 3. Auch Gabbro-Blöcke. Floor hier, Gabbro-Block. Floor hier, 4er. So. Gabbro-Blöcke. Floor hier. Gabbro und noch ein Floor hier aus Gabbro. So. Und es klingelt an der Tür. Moment bitte. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich habe auch vergessen, Pause zu machen. Deswegen stehen wir jetzt hier vor einem Riesenproblem. Wir haben nämlich einen Drachen bekommen. Ein gigantisches Reptil. Magisch, kann Feuer atmen. Und kann für tausende von Jahren leben. Also, wir sind noch in der Pause. Deswegen würde ich mal sagen, scheiße, wir haben den Lever abgebaut. Wir haben noch Pause. Jetzt muss ich ganz wichtig gucken. Erst einmal. Units Military, wo sind meine Barrows? Units List, Building. Ich finde die Barrow List hier drüben gerade nicht. Ah, weh. So, das ist im Barrow und das ist im Barrow. Also gehen wir Militär, gehen auf Alarme, machen den Panikraum-Alarm mal ein. Schicken unsere beiden Squads schon mal los. Ihr kriegt den Station-Befehl hier. Und B kriegt den Station-Befehl hier.
Und dann drücken wir mal bitte die Levers. Hier, so. Während wir gucken, wo. Fährt es in Gefahr? Wo du gerade bist. Du bist gerade dabei, die Karawane der Menschen abzuschlachten. Und ja, der Feueratem ist böse. Gucken wir mal kurz, was sagen deine Wunden? Wunden? Bist du in Extreme Pain? Das kann doch noch gar nicht sein. Okay, der Drache wird gerade scheinbar von den Menschen getötet. Bist du tot? Nein, du bist noch nicht tot. Aber ich glaube, du bist bewusstlos, oder? Er windet sich. Wow, Panik. Zwar sehr viel Panik. Okay, ich glaube, die Levers können wieder gepult werden. Q. Pull Lever. Pull Lever. Und jetzt Building. Traps Levers. Einen Lever hier oben in der Ecke bitte bauen. Gut. So, Zwerge können schon mal wieder rein. Ich glaube, ich kann den Alarm ausschalten. Mal gucken, was macht unser okay, der Drache ist tot. Aber er hat verdammt viel Rauch hier hinterlassen. Asche und so weiter. Aber die Bäume haben es lustigerweise überlebt. Also da hier, das ist Smoke und Feuer. Also ja, da oben breitet sich gerade Feuer aus und das brennt sich einfach mal so hier in der Gegend durch. Der Drache hat also schon mal ziemlich viel angezündet hier. Hey, und hier sind Kupferbolzen und ein Kupfercrossbow. Sachen, die wir einsacken können. Wir sind ja so fies. Gut. Unsere Squads, die können wir jetzt auch die Orders canceln. So. Way, und die Zwerge, die holen von da draußen alles mögliche an Zeug. Sie holen sogar den Drachen. Was liegt hier? Kupferbolzen. Gucken wir mal kurz in die Stocks, was da draußen so alles rumliegt, Verbotenes. Iron Crossbows, die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne mit und schmelze sie ein. Ammunition nehme ich auch gerne alles mit. Ist ja nicht so, als ob das hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise gemein ist. Dass ich die Karawane von dem Drachen habe wegbrennen lassen und jetzt all ihr Zeug einsammel. Eisenhelme. Ja. Die Anvils sind verbaut. Die Sachen sind auch verbaut. Genauso wie die Cabinets und Doors.